Southport. Die deutschen Medien berichten, dass rechte Influencer für die Aufstände verantwortlich wären, weil sie Fake News verbreiten würden. Außerdem ist uns ein kleiner Fehler unterlaufen, den wir hier in diesem Video klarstellen möchten. Und damit hallo und herzlich willkommen bei Politik im Fokus. Mein Name ist Philipp, los geht's. Als allererstes möchte ich auf den kleinen Fehler eingehen. Der Täter ist nicht zugewandert, der Täter ist in England geboren, lediglich die Eltern sind zugewandert. Und im Gegensatz zu dem, was die deutschen Medien berichten, haben wir halt auch andere Informationen vom Telegraph, warum diese erst friedlichen Demonstrationen zu gewaltsamen Ausschreitungen geworden sind. Beim Telegraph heißt es nämlich, dass die Ausschreitungen gewaltsam geworden sind, weil es einen zweiten Messerangriff auf die friedlichen Demonstranten gegeben hat. Und jetzt hört mal zu, wie die deutschen Medien darüber berichten. Nach dem tödlichen Messerangriff auf Kinder bei einem Tanzkurs in Southport in Nordengland am Montag ist es gestern zu gewaltsamen Zusammenstößen gekommen. Ja, rund 100 Randalierer griffen zunächst eine Moschee mit Gegenständen an und bewarfen dann auch noch Polizisten mit Ziegelsteinen. Die getöteten Kinder hatten an einer Ferienfreizeit zum Thema Taylor Swift teilgenommen. Perdita Heise mit den Einzelheiten. Erst greifen sie eine Moschee an, dann gehen rund 100 Randalierer auf die Polizei los, bewerfen die Beamten mit Pflastersteinen. Dutzende Beamte werden bei den Ausschreitungen schwer verletzt. Sie erleiden Knochenbrüche, Schnittwunden und eine Gehirnerschütterung. Ein Einsatzwagen geht in Flammen auf. Die britische Regierung verurteilt die Übergriffe. Premierminister Keir Starmer schreibt auf X: Diejenigen, die die Mahnwache für die Opfer mit Gewalt und Brutalität gekapert haben, haben die trauernde Gemeinschaft beleidigt. Kurz zuvor noch hatte er selbst Blumen niedergelegt, hier in der Nähe des Tatorts und mit mehreren hundert weiteren Trauernden in einer Schweigeminute der Opfer des tödlichen Messerangriffs gedacht. Ich bin hergekommen, um den Opfern und ihren Familien Respekt zu zollen. Kaum vorstellbar, welchen Schmerz und welche Trauer sie durchmachen. Dieses Leid trifft den Nerv des ganzen Landes. Am Montag hatte ein Angreifer die Kinder und Betreuer einer Ferienfreizeit mit einem Messer angegriffen und mehrere von ihnen tödlich verletzt. Unter den Todesopfern Elsie Dodds-Demcoby, Alice da Silva Aguiar und B.B. King. Der Tanz- und Yoga-Workshop drehte sich um die Musikerin Taylor Swift. Der Superstar sprach den Opfern auf Instagram ihr Beileid aus. Der Horror der Attacke in Southport trifft mich immer wieder und ich bin schlichtweg geschockt. Der Verlust des Lebens und der Unschuld sowie das schreckliche Trauma, das alle erleben mussten, die da waren, die Familien und Ersthelfer. Es waren nur kleine Kinder bei dem Tanzkurs. Ich weiß nicht, wie ich den Familien jemals mein Mitgefühl ausdrücken könnte. Der mutmaßliche Täter wurde kurz nach dem Angriff festgenommen. Ein 17-Jähriger, geboren in der walisischen Hauptstadt Cardiff. Seine Eltern stammen offenbar aus Ruanda. Was ihn zu der Bluttat getrieben hat, ist noch unklar. Nach ersten Erkenntnissen der Ermittler handelt es sich um einen Einzeltäter. Hinweise auf einen Terrorakt gibt es bislang nicht. Die Polizei ermittelt wegen Mordes und versuchten Mordes. Im Internet kursieren falsche Berichte über die Herkunft des mutmaßlichen Täters. Rechte Online-Accounts haben gestreut, es handle sich um einen Migranten mit arabisch klingendem Namen. Diese Falschmeldungen waren der Auslöser für die antimuslimischen Proteste am Abend. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde diese Berichterstattung etwas fragwürdig. Ja, ich finde es auch nicht gut, dass diese Ausschreitungen da jetzt stattgefunden haben, ne? Dass da 29 Polizisten zum Teil schwer verletzt worden sind. Ja, das muss nicht sein. Das erinnert mich halt auch an Ruven, ne? Gott hab ihn selig, als die Antifa da quasi Trawall gemacht hat, als die AfD eine Mahnwache machen wollte. Fand ich auch nicht gut und beides verurteile ich halt gleich. Ich finde es pietätlos den Opfern gegenüber und auch den Angehörigen. Ich kann die Wut natürlich auch nachvollziehen und auch irgendwo ein bisschen verstehen. Ja, aber trotz alledem sollte man da die Opfer und die Familienmitglieder
den Fokus haben. Also und zu den Informationen, dass quasi rechte Influencer, sage ich jetzt mal, ne, rechte Accounts, Internet-Accounts, halt Falschnachrichten gesät haben. Ja, das mag mit Sicherheit so sein, aber trotz alledem haben wir halt vom Telegraph andere Informationen. Ne, das mag mit Sicherheit dazu geführt haben, dass die Ausschreitungen stattgefunden haben, aber laut Telegraph soll ein zweiter Messerangriff stattgefunden haben. Ja, und daraufhin sind die Massen halt ausgeflippt, auf gut Deutsch. Und in dem anderen Video, was ich eben noch hochgeladen habe, wo ich die Korrektur jetzt gerade hier mit vorgenommen habe, ne, mit dem Hintergrund, wo der Täter herkommt, sieht man auch meines Erachtens wesentlich mehr Leute als 100 Menschen, die da irgendwie Krawall machen. Und es ist auch definitiv mehr zu Bruch gegangen und in Flammen aufgegangen als nur ein Polizeiauto. Aber schreibt mal in die Kommentare, was ihr für Informationen über England habt. Vielleicht driften die ja noch mehr auseinander. Wenn ihr das ganze Ausmaß der Ausschreitungen sehen wollt, wie gesagt in dem anderen Video, ich verlinke euch das im Abspann, dann könnt ihr euch das auf jeden Fall mal angucken, was da abgegangen ist. Der Bericht hier von Welt, das sind ja nur ganz, ganz kleine Auszüge. Wir haben halt auch Bilder direkt aus der Menge. Es gab ja auch erst vor kurzem auch einen richtig krassen Vorfall in England. Wenn ihr wollt, guckt gerne auf dem Kanal vorbei. Das Video dazu findet ihr auch bei uns auf dem Kanal. Da gab es auch richtig heftige Unruhen, weil 4 Kinder aus einer Migrationsfamilie rausgeholt worden sind. Und das hat zu richtig krassen Ausschreitungen auch geführt. Auch mit brennenden Polizeiautos etc. Zum Abschluss bleibt mir nur noch zu sagen, wir wünschen den Familien ganz, ganz viel Kraft. Unser Beileid gilt den Angehörigen und an die Opfer ruht in Frieden, kleine Engel. Ich bin raus, euer Philipp. Politik im Fokus. Politik, Highlights, Breaking News. Politik im Fokus.